Oktober. Und da soll also das stattfinden zum 70er, der Üsi als Üfli. Der Üsi sitzt hinten. Der Üsi fliegt über das. Schönen Flug und alles Gute von meinem Schwiegersohn Sigi. Vorbereitungen sind abgeschlossen, wurde es wirklich gleich angesprungen. Ich sitze gut verpackt in einem wärmenden Anzug hinterm Wolfgang und harre der Ereignisse. So, wir rollen zur Startbahn und dann geht es eigentlich los. Die Maschine zieht wahnsinnig stark an. Und ich kann gar nicht so schnell schauen. Und wir sind schon in der Luft und fliegen Richtung, zunächst einmal Richtung Grünau ins Almtal. Es ist also sehr schönes Wetter, ruhiges Flugwetter und wir sind schon in den Bergen und da uns die Grünau rechts davon wird schon das Tote Gebirge sichtbar, unser heutiges Ziel. Da sieht man so schön rein in die Hetzau, den großen Brill schon in großer Ferne im Hintergrund. Der erste Blick auf den Almsee. Wir überfliegen den Almsee. Schönes, klares Wasser. Man sieht bis am Grund runter. Interessante Aussichten sind das. Und so unmittelbar, wir fliegen mit ungefähr 60 Stundenkilometern. Man hat Zeit genug, alles in Ruhe anzuschauen. Es ist einfach herrlich. Und das ist eine schöne Aufnahme hinein in die Hetzau. Ein Blick nach hinten. Rückwärts. Und das ist schon die Bergkette um den großen Ril herum, der dann und ganz im Hintergrund, ja, das ist der große Ril. Das ist der Blick runter zur Welserhütte. Und da sieht man wunderbar die Bergauffaltung. Und auch schöne Bilder. Und wir sind immer noch an der Nordseite des Totengebirges. Herrliches Flugwetter gehabt und ein ruhiger Flug. Und jetzt wird es interessant, wir fliegen zwischen kleinen, links, also man sieht nicht im Bild, aber um großen Brill rüber ins Tal von Hinterstoder. Das ist jetzt schon das Tal, das Stodertal, also Hinterstoder der Ort. Eine interessante Passage. Hinterstoder, das sind die Skiberge der Höss. Da
aussieht man runter. Ja, alles beherrschend, der Parkplatz natürlich von Hinterstoder. Ein Blick talauswärts, also nach rückwärts geschaut. Und wir fliegen vor Richtung Siegistal. Also ins Tal hinein. Da sieht man, wie unmittelbar der Flug ist. Man hat meine Füße gesehen, da das Armaturenbrett, der Wind bläst natürlich schon ein bisschen, aber wir sind beide warm angezogen. Ich habe sogar einen beheizbaren Overall. Das Herrliche an dem Flug, es ist ein unmittelbares Fliegen und es geht so langsam dahin, da unsere brave Maschine treibt den Propeller, das sieht man alles, an und für sich könnte man sie angreifen, aber das darf man natürlich nicht. Das ist jetzt, da geht es jetzt aufs Plateau hier in Siegistal rein, in Richtung zu den Schneiderkahlen, Brigersberg hat man kurz gesehen. Und da sind wir schon oben, das ist also meine klassische, also die Winterstrecke. Das ist das Plateau vom Toten Gebirge, sieht man jetzt schön. Schaut eigentlich alles recht nahe aus. Na bitte, und das ist jetzt ausgesprochen schnell gegangen. Wir sind schon am Elm vorbeigeflogen, man sieht den Elmsee. Und ich versuche zu zoomen, ja, das gelingt, da unten die heiß geliebte, weniger geliebte, ja, die Überlebenshütte, die Büringer Hütte. Ja, auch der Wolfgang fotografiert, ist also auch ganz begeistert. Da sieht man, wie leicht sich so ein Dreieck fliegen lässt, ne? Der lässt das aus, ist alles gut, scheint alles gut ausbalanciert zu sein. So, wir haben den Wildgössl kurz gesehen auf der linken Seite, der große Woising. Und wir fliegen Richtung Weißhorn. Und haben da erst mal ganz in der Ferne, ja, da sieht man, das müsste der Traunstein sein, zu dem wir hinfliegen wollen. Den haben wir jetzt kurz gesehen. Appelhaus und Wildenseehütte habe ich eigentlich nicht erkannt. Da zeigt mir der Wolfgang irgendetwas. Leider hat er, ja, das ist offensichtlich der Offensee. Ja, ja, sicher ist es der Offensee. Traunstein im Hintergrund. Eine kurze Zeit habe ich mich beim Flug nicht ausgekannt. Ich war einfach überfordert. Mit Kamerabedienung und zum Schauen hat es so viel gegeben. Also wenn ich wieder mal fliegen darf, nehme ich die Kamera nicht mit und konzentriere mich nur auf Schauen. Die Fernsicht, wunderbar, herrlich. Also das ist meiner Meinung nach Fliegen der unmittelbarsten Art. Also so was Schönes, dass ich das nur erleben durfte. Wieder Blick zurück ohne Zorn. Herrlich war's. Herrlich ist es. Ja, ich bin wirklich mitgeflogen. Den Helm habe ich mir halten müssen. Der erste Blick auf den Traunsee. Ebensee, alles schön zu erkennen. Ja, wieder der Traunsee und wir fliegen Richtung Naturfreundehaus. Ja, da haben wir schon, Naturfreundehaus. Haben wir zweimal umrundet, die Leute haben Freude gehabt, wie sie uns gesehen haben gewunken. Da liegen also zwei Häuser vom Alpenverein und von den Naturfreunden relativ nah beieinander. Ja, scheinen sich zu vertragen. Wieder
der Traunstein. Blick nach Gmunden, Grünberg, Gmunden. Und jetzt kommt es zu einer Begegnung, die also den Wolfgang ganz besonders erfreut hat, was ausgesprochen selten vorkommt, dass er einen Kollegen in der Luft getroffen hat. Ja, also ein zweiter Flieger. Freude war ausgesprochen groß. Sei angeblich eine sehr seltene Begegnung. Das ist Gmunden. Und ich hätte geglaubt, den anderen haben wir schon wieder verloren. Da kommt er noch einmal. Da ist er, der zweite. Da sieht man, wie ruhig das abgeht. Als ob sie in der Luft stehen. Ein wunderbares Gefühl. Wobei natürlich sagen muss mit meinem Piloten, mit Wolfgang, da habe ich natürlich auch einen besonderen Glückstreffer gehabt. Und verdanken würde das Ganze meinem Schwiegersohn Sigi, der die Idee gehabt hat und das Ganze eingefädelt hat. Wie gesagt, zu meinem 70. Geburtstag hat er mir das geschenkt. Da sieht man einen glücklichen 70-Jährigen. Oder hat man gesehen. Naja, und alles hat einmal ein Ende. Ja, wir sind wieder auf unserer Startbahn. Das heißt, das wird die Landebahn. Das ist dieselbe Start- und Landebahn. Und der Kreis schließt sich wieder. Gut Land, jawohl, und das Land hat uns wieder. Das Ganze hat etwa eine Stunde gedauert und war ein reines Vergnügen für mich. Danke vielmals.